So, und herzlich willkommen zurück bei der dritten Folge von Portal und wir sind jetzt hier die Überraschung. Das, Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Das Nerv ist der Level mit Turret. Sie gehabt haben, glaube ich. So. Zerstört. Das ist die Lochlage. Einmal da, einmal da. Bald ist er dabei. So. Das ist schon 18? Holy. Ich glaube, für das wird das Bild. Für die Folge an sich, oder der Titel wird die mit sich heißen, die Überraschung. Da sehen wir uns noch da, bis ich vielleicht die Namen auch mache. Also, alles durchnehmen den Abend. Wenn sich es immer noch, bis jetzt aktuell immer noch, sozusagen Portal 1, Portal 2, eine Aufnahmesession. Portal 1 ist auch nicht das ewig längste, also. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Das war's doch sicher dunkles. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch fünf Kammern. Noch fünf Kammern. Pest 18. Ah ja, Ola. Nee.
ist noch 23 Tests. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ich sehe ich denn da schon wieder? Alter! Ich werde deutlich schotten, ob ich das alles auf einen Stück aufnehmen kann. Ich bin einfach ein bisschen müde. Vielleicht gar nichts bringt. Okay, da ist ja nochmal so ein Teil. Wir haben ja auch nur diesen einen Laser. Dann die durch da hoch.
Ort. Ich weiß, es ist gerade sehr still. Aber ich bin auch schon. Ich weiß jetzt dran. Ich hab jetzt eigentlich wie immer eigentlich nichts zu quatschen. Also. Rennt. Auch du. Und das gleiche Spiel nochmal. Da. So. Alles an. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Okay, für einen von uns. Alles für dich. Ach, der Toilette ist auch noch online. Der Starboard Rest von Herr Trinide, Manuel. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Und ich zerstört leicht ein Teil. Voll funktionstüchtige Kammer, okay. Und wir müssen da alle drei die Laser einlegen. Den haben wir dort. So. Und das haben wir dann schon mal. Einfach die Frage, ob ich noch das Bild, dass hier die Überraschungsfall immer noch. Au. Ich gehe andersrum. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Hm. Ach, mal richtig, wenn ich mir fallen das werde mit Portal 2. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Was? Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. 20. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. So. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent plötzlich, lauf! Lauf! Ah! Na los, na los! Verdammt! Ich bin dem dran vorbeigelatscht. Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Lauf! Na los, na los! Lauf, ich schließe die Tür! Nur noch mal zur Erinnerung, wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier, also immer schön weiterrennen. Durchbruch. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Weitergehen, schön weitergehen! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes.
Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Oh! Hier lang, hier lang! Hehehe. Der Flochtplan. Na los, na los! Ja, ja. Was passiert da drin? Kannst du da raus? Da hört sie wieder raus! Ich höre Schüsse! Kommt ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf! Auch wenn sie nicht blind ist, ich hab's zumindest versucht! Ich hasse dich nicht! Ja, das ist doch schon die Pause. Hier geht's gut, super, los! Hier lang, hier lang! Es gibt hier nur einen Weg! Geschütztürme! Los, los, los! Ich bin beballert. Hey, weghauen können. Ich hab noch die Portale. Da ist der Ausgang, wir haben's fast geschafft! Wir lässt alles zusammen! Hey, hier lang! Holy! In den Fahrstuhl! In den Fahrstuhl! Ich hab's geschafft, geschafft! Im Ladestream mal kurz Portal erschossen. Ich meine, bevor der Ladestream beginnt halt. So, direkt. Die Flucht. Und wie ist... Oder? Ja, machen wir. Wie macht man sich einen kürzer voll denn sonst? Wie sonst, aber halt. Ah, dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.